Hallo, ich zeige dir heute, wie du innerhalb von kürzester Zeit alle Dur- und alle Moll-Akkorde spielen kannst. Und zwar funktioniert das Ganze wie folgt: Es gibt die Standardakkorde, die du mit Sicherheit kennst, E-Dur und E-Moll. Und diese kannst du einfach verschieben, nämlich indem du hier den E-Dur so greifst, dass der Zeigefinger frei ist. Also musst du quasi alle Finger einen durchschieben. So, und dann kannst du den einen nach rechts schieben. Jetzt musst du aber natürlich, weil sich die Leerseiten ja nicht mit verschieben, die sind immer noch gleich, den Zeigefinger hier drauflegen. Jetzt sind die Leerseiten auch höher. Und jetzt kannst du alle Dur-Akkorde spielen. F, Fis, E, Gis, A, As, Pa, C, Cis, D, Dis. Und da sind wir wieder beim E. Dasselbe funktioniert auch für E-Moll. E-Moll, eigentlich dieser Griff, wenn wir den jetzt hier so greifen, mit Ring und kleinen Finger, kann man die Akkorde genauso verschieben. Zack, F-Moll, Fis-Moll, G-Moll und so weiter. Du kannst es dir aber auch noch einfacher machen und einfach ein Capodaster zu Hilfe nehmen. Sprich, das hier ist ein E-Dur, schiebst du den einen nach rechts, musst du das Capodaster in den ersten Bund machen und hast dann F-Dur. Zu beachten ist, der Grundton eigentlich von jedem Akkord, außer es ist ein Slash-Chord, ist immer der tiefste Ton. Hier beim E ist also die leere E-Seite der Grundton. Beim F ist es hier der ganz tiefe Ton, wo ich mit dem Zeigefinger greife. Bei den anderen Akkorden genauso, immer der tiefste Ton. Guck dir dazu unbedingt mal ein Video an, wie du alle Töne auf der Gitarre findest. Ich verlinke dir das unten in der Beschreibung. So, derselbe Trick funktioniert auch mit Grundton auf der A-Seite. Ja? Du kennst die Griffe A-Moll. Den kannst du auch wieder verschieben, so dass der Zeigefinger frei ist. Dann hast du hier ein A-Is-Moll. Hier hast du ein H-Moll, hier hast du ein C-Moll. Und genauso funktioniert es auch mit dem Capodaster. A-Is-Moll, H-Moll, C-Moll und so weiter. Und natürlich funktioniert dieser Trick auch für A-Dur. A-Dur, A-Is-Dur, H-Dur. Kleiner Tipp am Rande: Ich spiele diesen Akkord immer als Barré, dass ich die drei Finger hier mit dem Ringfinger greife. Und die hohe E-Seite versuche ich dann irgendwie wegzudämpfen. Ist für mich persönlich einfacher. Aber das muss jeder selber ausprobieren, wie ihm das am besten passt. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein bisschen helfen. Wenn du weitere Fragen hast, dann schreib mir doch in die Kommentare und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt.